Domian. Im WDR-Fernsehen und in 1Live. Meldet uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. Liebe Leute, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute Nacht haben wir ein Thema. Und das Thema lehnt sich an die ARD-Themenwoche Toleranz. Wir drehen den Spieß ein bisschen rum und wollen über das Gegenteil von Toleranz sprechen, nämlich von Intoleranz. Oder unser Thema heißt entsprechend, das kann ich nicht akzeptieren. Ich möchte gerne mit euch sprechen. Ich frage euch ganz konkret, was könnt ihr nicht akzeptieren? Wo sagt ihr bis hierhin und nicht weiter, ich habe einfach keinen Bock, das hinzunehmen? Vielleicht könnt ihr nicht akzeptieren, Dicke. Vielleicht könnt ihr Schwule nicht akzeptieren. Vielleicht könnt ihr Emanzen nicht akzeptieren. Vielleicht könnt ihr politisch korrekte Leute nicht akzeptieren. Vielleicht könnt ihr Katholiken nicht akzeptieren. Oder Linke oder Rechte oder was auch immer. Oder vielleicht auch Leute, die einen ganz anderen Lebensstil leben, als ihr das für euer Leben gewöhnt seid. Und ihr sagt, ich kann das gar nicht mehr ertragen, dieses ganze Toleranzgerede, das ist nicht meine Welt und ich akzeptiere das nicht. Ich bin sehr gespannt auf all das, was ihr mir jetzt gleich erzählen werdet. Ihr könnt uns erreichen, kostenfrei, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heißt Maria. 68. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Domian. Ich freue mich, dass du da bist, Maria. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ach, das macht gar nichts. Ich bin auch aufgeregt. Ja, also ich kann nicht akzeptieren, dass wir das Sozialamt für die ganze Welt hier sind. Ach. Wir lassen dermaßen viele Leute hier rein. Ich meine, die Kriegsflüchtlinge kann ich noch verstehen. Mhm. Aber diese ganzen Sintis und Romas, die hier reinkommen und dann jetzt auch noch jede Menge Kindergeld kriegen, die kommen ja mit 8 und 10 Kindern hier rein. Und dass die jetzt auch demnächst vielleicht noch Hartz IV bekommen. Ich war alleinerziehend. Ich habe meine Kinder ganz alleine erzogen. Die haben auch sehr gute, die haben alle beide studiert und haben sehr gute Jobs. Mhm. Und da bin ich auch ganz stolz drauf. Und ich habe auch Bekannte in meinem, Bekannte, die sind unverschuldet in Hartz IV reingerutscht. Ja. Und die sollen jetzt das Gleiche kriegen wie die hier, die noch nie gearbeitet haben und wahrscheinlich auch hier gar nicht arbeiten werden. Ja. Das nun, kann ich nicht. Nun sind die Gesetze ja gerade verschärft worden, was das Kindergeld anbelangt und was Hartz IV anbelangt. Aber man könnte es vielleicht ja auch ganz anders sehen, dass man sagt, wir sind ein so reiches Land, warum können nicht andere auch davon profitieren? Warum muss man sich abschotten? Könnte man ja sagen. Ja, es gibt aber auch viele Deutsche, die arm sind. Natürlich, aber denen wird es ja nicht weggenommen. Nein, aber es gibt viele Rentner, die wirklich, wenn ich manchmal mit dem Zug fahre, ich sehe dann Rentner, habe ich früher nie gesehen, dass die Flaschen sammeln. Das gab es früher überhaupt nicht. Ja, da muss ich dir allerdings auch recht geben. Und das sind manchmal nicht mal nur Rentner. Das finde ich hier in Köln zum Beispiel auch sehr erschreckend. Das habe ich früher, da gebe ich dir recht, auch nicht gesehen. Dass gut gekleidete, also was heißt gut, also normal gekleidete Menschen, fast schon ein bisschen verschämt in die Abfalleimer greifen und gucken so um sich, damit ja keiner das sehen soll und die Flaschen rausholen. Das finde ich auch erschreckend, da gebe ich dir wirklich völlig recht. Aber ich habe mal eine ältere Frau gesehen, die hat das auch gemacht. Das hat mir so leid getan, ich wusste jetzt nicht, wie ich mich da verhalten sollte. Und da habe ich dir 10 Euro gegeben, die hat die auch genommen, die hat Tränen in den Augen gehabt. Mhm. Das Problem ist allerdings nicht lösbar, wenn man jetzt, ein paar hundert Sinti und Roma die Leistungen kürzt. Dadurch wird das nicht lösbar sein. Da muss man anders rangehen, finde ich. Ja, man dürfte denen kein Geld bieten. Also dass die hier, oder man muss wenigstens, dass, wenn die nicht arbeiten wollen, dass man die da, aber die kommen ja dann sofort wieder rein, die offenen Grenzen. Du hast gerade eine Einschränkung gemacht, dass die Kriegsflüchtlinge, das siehst du anders. Das sehe ich anders. Mhm. Der ist ja wirklich schlimm in Syrien. Also der ist ja katastrophal. Ich finde, da sind wir wirklich verpflichtet, als Wohlstandsland, den Menschen hier. Das sind ja auch alles Menschen, die gerne wieder irgendwann in ihre Heimat zurückgehen möchten. Ja, genau, ganz genau. Wenn es möglich ist. Und ich meine genau die Sintis und Romas, die wollen ja gar nicht mehr weg. Wenn die hier so gut verseucht werden, wollen die gar nicht mehr weggehen hier. Dann bleiben die hier. Normalerweise ist das ein reisendes Volk. Aber die wollen gar nicht mehr. Die kriegen ja dermaßen viel Unterstützung. Und teilweise können die nicht lesen und nicht schreiben.
Also ich weiß nicht, was die hier wollen. Ne? Und ich meine, das sind ja auch keine gefährdeten Länder. Da ist kein Krieg, da ist keine, kein Erdbeben, da ist keine Überschwemmung, gar nichts ist da. Es herrscht nur große und bittere Armut dort. Politisch verfolgt sind die Leute von dort nicht, aber es herrscht große bittere Armut. Das muss man ja auch vielleicht aus humanitären Gründen muss man das ja vielleicht auch sehen. Jetzt wollen wir nicht mal alles Sinti und Roma über einen Kamm scheren. Da gibt es sehr fleißige Leute drunter. Ja, auch sehr etablierte Leute hier in Deutschland, die ganz normale Jobs haben. Und du sprichst mit einer großen Überzeugung und mit einer gewissen Radikalität. Ja. Steht da auch eine politische Meinung hinter? Das heißt, was wählst du, wenn ich dich fragen darf? Kann ich dir sagen. Gerne. Ich habe die AfD gewählt. Ah, zum ersten Mal? Ja. Was hast du früher gewählt? Ja, früher CDU. CDU. Und warum? SPD nicht, also die SPD und Grüne und die kannst du total vergessen. SPD, Grüne und die Linken. Sag mir nichts gegen meine SPD hier. war das, dass du jetzt die AfD gewählt hast, auch so ein bisschen Protest? Nee, aber weil die auch so ungefähr so, ich habe die gleiche Länge, ich stehe genauso wie die da. Also was, die wollen ja auch nicht die offenen Grenzen unbedingt, die wollen nicht, dass so viele hier reinkommen. Die sind ja auch ganz schön hochgegangen schon, ne? Schon ganz viel Sagen natürlich viele, die hängen sich und auch mit so einer Argumentation hängt man sich so an die rechten Rattenfänger. Wir wollen nicht, dass so viele reinkommen, genauso wie du es gerade formuliert hast. Siehst du nicht auch die Gefahr, dass man dadurch rechte Tendenzen salonfähig macht? Eigentlich nicht. Nein. Mm-mm. Würdest du dich denn als rechts einstufen? Nee. Sondern? Nein, ich würde mich ganz normal einstufen, weder rechts noch links. Ja. Also ich kann nur nicht verstehen, dass hier so viele Leute reinkommen. Ich meine, man muss ja auch mal weiterdenken. Mhm. Wie sieht es denn dann, wenn das so weitergeht? Die kommen ja zu Tausenden hier rein. Mhm. Wie sieht das denn in 10 Jahren hier aus? Mhm. Ich meine, ich habe Enkelkinder. Die wachsen nachher bloß noch mit Ausländern hier auf. Was ja gar nicht so schlimm wäre, da unser Volk ja schrumpft, wenn viele Menschen aus anderen Ländern zu uns kommen und hier tatkräftig mit anpacken. Da wäre ja nichts einzuwenden. Nee, wenn die auch einzahlen in die Renten, wenn sowas ist. Aber wenn solche reinkommen, die nicht schreiben, nicht lesen, die sich gar nicht integrieren wollen, das können wir nicht gebrauchen, sowas. Ich verstehe. Das heißt, das ist ein Plädoyer deinerseits gegen Schmarotzer. Ja, genau. Du hast nichts gegen Menschen aus anderen Ländern, die hierher kommen, arbeiten, ihre Abgaben zahlen und alles läuft normal. Nein, absolut nichts gegen. So habe ich es verstanden. Ja. Gut, gegen Schmarotzer sind natürlich fast alle Parteien, auch die linksorientierten Parteien. Natürlich gehen die anders an das Problem ran als die Partei, die du gewählt hast. Ich kann dir mal was erzählen. Die haben vor kurzem mal eine Rumänin interviewt. Mhm. Die hat natürlich einen Dolmetscher gehabt, die konnte ja nicht Deutsch. Mhm. Die war 23 Jahre alt. Mhm. Die hat wörtlich in die Kamera rein gesagt, ich bin jetzt 23 Jahre, ich habe 3 Kinder. Wenn ich 30 bin, habe ich 10. Ich bin bald vom Stuhl gefallen her. Mhm. Lebt diese Frau in Deutschland schon? Oder? Ja, die ist hier in Deutschland. Mhm. Ja. Die ist hier im Ruhrgebiet. Mhm. Da habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Okay, wir haben heute auch dazu aufgerufen, zu sagen, das kann ich nicht akzeptieren. Und zur Toleranz gehört natürlich auch, solche Meinungen dann hinzunehmen und zu akzeptieren, wenn die differenziert geäußert werden. Und das hast du ja getan. Mhm. Und dann danke ich dir für das Mitmachen und dass du dich dazu gemeldet hast. Ja, nichts zu danken. Alles Gute, Maria. Danke gleichfalls. Dankeschön, tschüss. 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 So, ihr Lieben, das kann ich nicht akzeptieren. Was könnt ihr nicht akzeptieren? Wo geht euch der Hut hoch und wo sagt ihr, ich bin in diesem Bereich oder bei diesem Thema für Toleranz nicht mehr zu haben? Da grenze ich mich ab. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ismet ist hier. 21. Guten Morgen, Ismet. Hallo? Ja, halt. Nee, ich habe richtig gedrückt. Hallo? Hallo, hallo, hallo. Leitung. Hallo, guten Morgen. So, da bin ich. Ja. Da bin ich und da bist du. Sehr gut. Ja, ich hatte auch stumm gestellt, weil ich wusste jetzt nicht, ob die mich alle hier hören oder so. Dann wollte ich dazwischen reden. Jetzt höre ich dich, Ismet. Ismet ist ein türkischer Name? Ich komme aus dem Kosovo. Ich bin, wollte ich gerade dazu sagen, ich habe gehofft, dass ich der Zweite bin, weil die Frau eben gerade was wegen Sinti und Roma gesagt hat. Ich bin aus Kosovo und bin Roma. Ah, das ist ja perfekt. Besser hätten wir uns gar nicht bauen können.
Nee, habe ich mir auch gedacht. Also ich finde, wenn sie nichts gegen andere Nationalitäten hat, die hierher kommen und arbeiten, dann sollte sie auch nicht sagen, dass es nur Sinti und Roma sind. Ne? Die hat gerade nur speziell von Sinti und Roma gesprochen. Sie hat einige Male über Sinti und Roma geredet, da gebe ich dir recht. Ja, wenn sie findet aber, dass sie ihre Grundeinstellung nichts gegen Ausländer feindlich ist oder sonstiges, dann sollte sie auch nicht speziell von sollte sie das Wort Ausländer benutzen, einfach nicht Sinti oder Roma. Okay, gebe ich dir recht. Das heißt, du hast dich jetzt schon ein bisschen beleidigt gefühlt oder verletzt gefühlt. Ja, manchmal, ich habe Temperament und da bin ich immer viel Dann erzähl doch mal so von deinem Leben. Wie lange bist du schon in Deutschland? Bist du hier geboren? Ich bin hier geboren. Meine Eltern sind Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge vom Kosovo. Ja. Wir hatten sehr, sehr schwer hier in Deutschland. Ne? Mhm. Bis vor, weiß ich nicht, vor 7, 8 Jahren hatten wir immer noch Duldung. Ne? Mhm. Das ist geduldet auf Deutschland. Da kriegst du Essensscheine und so einen Scheiß. Ne? Kannst dir nichts leisten, kannst dir nichts holen. Ne? Aber dann wurde es besser, da haben wir Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Und ich bin jetzt 21 Jahre alt, ich bin verheiratet mit meiner Frau und habe eine 9 Monate alte Tochter. Sehr gut, ich gratuliere. Danke, danke. Hast du denn die deutsche Staatsbürgerschaft mittlerweile? Nee, meine Frau, ich habe keinen deutschen Bürger, ich habe kosovarischen, aber das stört mich gar nicht. Das ist nicht das Problem. Könntest du die denn beantragen, jetzt mittlerweile? Nee, kann ich auch nicht. Warum nicht? Ich habe es ein paar Mal versucht. Die erzählen mir da immer was, dass das nicht geht. Also bei der Ausländerstelle, die erzählen mir immer, dass das nicht klappt, weil ich nicht vor 93 geboren bin und irgendwelche Sachen, irgendwelche Zeugen. Also irgendwelche ich bin hier in Deutschland geboren. Ne? Ich bin hier zur Schule gegangen, Ausbildung gemacht. Ne? Ja, das finde ich aber wirklich auch. Aber keinen deutschen Pass. Ja, das finde ich auch absurd. Ich finde, dass ihr, gerade ihr, die Jüngeren, die hier geboren seid, solltet dann auch automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Ich bin nicht ein Freund von dieser doppelten Staatsbürgerschaft, aber wenn... Euch steht sie nur wirklich zu. Würdest du sie auch gerne haben wollen, die deutsche Staatsbürgerschaft? Sehr, sehr gerne. Deutschland ist für mich mein Land. Ne? Ich will Deutschland niemals verlassen. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass du jetzt, wenn es am Anfang auch schwer war, dass du dich jetzt schon gut eingelebt hast oder dass ihr akzeptiert seid in eurem Umfeld hier? Früher waren die Zigeuner sehr, sehr streng auch verfolgt. Ne? Zigeuner, Sinti, Roma. Heute wird kaum drüber geredet. Heute reden die über andere Sachen, über Selbstmordattentäter und das ist jetzt ja, alles. Ja, genau. Was alles hier, Zigeuner, Sinti, Roma, haben die alle vergessen. Ne? Was machst du beruflich? Aber als meine Eltern hierher kamen, da war richtig, 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 richtig schwer, weil wir sind jetzt auch eine großköpfige Familie. Mhm. Ich habe noch 5 andere Geschwister. Mhm. Also die Frau hat schon recht mit den Kindern. Ne? Okay, aber meine Frage war ja, im Moment hast du schon das Gefühl, dass eine Akzeptanz da ist? Ja, klar. Gut. Wenn ich das, ich spiele ja Fußball, ne? Und die wissen alle Bescheid, meine Kollegen und alles, ne? Die wissen genau, ne? Wir machen auch mal sogar einen Spaß drüber, ne? Wir können auch mal drüber lachen. Du ne? alter Zigeuner oder sowas sagen die zu dir. Ja, genau, dann lachen wir mal zusammen. Ne? Was machst du beruflich? Friseur. Ich habe Friseur gelernt und habe das gemacht und bin gerade dabei, mich selbstständig zu machen. Sehr gut, sehr gut. So muss es sein. Ismail, das Thema heißt ja, das kann ich nicht akzeptieren. Du hast sicherlich speziell zu einem Thema angerufen und das war jetzt so ein Zufall, dass du gerade daran kamst. Tut mir leid, dass ich jetzt hier vollgequatscht habe. Nein, das ist völlig okay. Das Thema, was ich vor ein paar Wochen schon erzählen wollte. Ich habe nämlich angerufen und gemailt und der Mike, der war schon irgendwie genervt von mir, glaube ich. Mike hieß der. Und es geht um Pädophile. Und Vergewaltiger, das kann ich überhaupt nicht akzeptieren. Mhm. Ich denke jetzt darüber, weil ich eine Tochter habe, die erst 9 Monate und das ist jeden Tag ein schönes Gefühl, mit ihr aufzuwachen. Ja. Und aber ich kann diese Leute einfach nicht verstehen, warum das so ist. Also ich habe dafür keine, ich kann das einfach nicht akzeptieren. Mit egal welche Entschuldigung, ich könnte das nicht akzeptieren. Ich glaube, da hast du 90 oder 95 oder 98% der deutschen Bevölkerung auf deiner Seite. Ja, ich hoffe. Ja, absolut, natürlich. Das ist ja nun ein ganz schlimmes Thema, Pädophilie. Was findest du, sollte man mit Menschen machen? Also jeder Pädophile ist ja nicht gleich ein Verbrecher. Das muss man auch unterscheiden. Es gibt ja Menschen, die eine pädophile Neigung haben und darunter auch sehr leiden. Ja, klar, habe ich auch letztens in einer Sendung gehört. Da war auch ein junger Kerl wie ich, 21. Genau. Der hat noch zum Glück noch nicht ausgelebt, aber der litt auch drunter. Das habe ich auch mitbekommen. Das hat mir auch total leid getan. Ne? Ja, und wenn, keiner,
keiner kann was für seine Sexualität. Genau, und wenn so eine Person bereit ist, auch in einer Therapie da etwas gegen zu tun, muss man eine solche Person unterstützen, finde ich. Und das ist der Grund, warum ich wirklich anrufe. Es gibt, ich finde, meiner Meinung nach, ist hier in Deutschland nicht, also ich lebe jetzt auch hier, ich habe nichts gegen Deutsche, ich bin total, ich bin offen, ne? Ich bin immer fröhlich, ne? Und ich finde, es gibt zu wenig für solche Leute hier in Deutschland, die so ein Problem haben. Das haben viele Leute, ich weiß das. Aber also, das wird immer so unter den Tisch gekehrt, das finde ich nicht verkehrt. Aber da hat sich viel getan, das kann ich hier sagen, auch aus unserer Hintergrundarbeit, dass es mittlerweile schon ein Netz in Deutschland gibt von Kliniken und von Psychiatrien, die sich speziell geschult haben, sich mit solchen Leuten zu beschäftigen. Mhm. Aber andere Frage, wenn ein Pädophiler straffällig geworden ist, wenn es sogar zu einem Missbrauch an einem Kind gekommen ist, was ist deine Vorstellung von Strafe? Also ich könnte jetzt ganz hart sagen, ne? Also ich finde, die Kindheit eines Kindes ist damit total zerstört. Ja. Ich hatte selbst keine gute Kindheit, will ich ehrlich sagen, und das will man natürlich anders machen. Mhm. Und wenn ich ein kleines, ich liebe meine Tochter über alles und ich könnte mir das nicht vorstellen, wenn das ihr irgendein Mann antun würde und ich gerade nicht da bin und sie beschützen kann. Verstehst du mich, Domian? Ja. Und dann wäre ich nicht da und sie wäre total ausgeliefert, weil sie ist ja klein, zierlich, ne? Und ich wüsste nicht, was ich machen würde. Also natürlich, ich würde den Typen jetzt in dem Moment wahrscheinlich Selbstjustiz ergreifen, weil hier weil ich finde, das dauert hier immer alles viel zu lang und dann kommt das und dann das, dann hast du das schon verdrängt und dann kommt das irgendwie das Gericht und dann kriegt er irgendwie nur ein paar Jahre Knast. Also ich will dir jetzt mal was sagen. Okay, also das kann ja jeder Mensch verstehen, wenn man dazu käme, wenn das eigene Kind missbraucht würde, dass man dann was unternimmt. Ist ja menschlich, allzu menschlich, aber ich bin beruhigt, dass du nicht die Todesstrafe forderst für Menschen, die ein Kind missbraucht haben. Dafür können ja, das ist schon schlimm, das ist so eine Zwickmühle, finde ich, ne? Mhm. Denn für Leute, die sowas haben, ne? Die so eine sexuelle Zuneigung haben, ne? Zu Kindern. Mhm. Das finde ich, das ist das andere, wo ich deine Sendung, da hat mal einer angerufen. Da waren der 21-Jährige wie ich, so ein junger Kerl, der hatte ja das Problem. Und davor hat er noch einen angerufen. Mhm. Oder bin ich da total blöd? Das kann sein, ja. Das ist durchaus möglich, ja. Ne? Und der hatte das und der war schon älter. Und da hatte ich ein Glas, da habe ich gegen Wand geschmissen. Ich war total so sauer, weil ich weiß auch nicht. Da werde ich total sauer bei sowas. Ne? Mhm. Weil damit ist ein Kind total die ganze Kindheit am Arsch. Ne? Und die Kindheit ist das Schönste im Leben. Ne? Weißt du, für viele Menschen nicht nur die Kindheit kaputt, sondern manchmal das ganze Leben, wenn das passiert. Das ganze Leben, das prägt ja das ganze Leben. Mhm. Alles, was du bist und was du werden wirst, das prägt dieser eine Moment, was dieser Mensch mit dir da tut. Ich sag dir, ich habe ja auch schon auch nur andere Zeiten erlebt, wo man über dieses Thema gar nicht gesprochen hat. Ich bin froh, dass diese Thematik so in der Öffentlichkeit ist, dass auch viel mehr hingeschaut wird heutzutage als noch vor 20 oder 30 Jahren. Das weißt du nicht, da warst du noch gar nicht da. Insofern ist schon eine gute Entwicklung da. Und daraus hoffe ich, dass die Straftaten auch immer weniger werden in diesem Bereich. Ja. Gut, also deine klare Meinung, wie gesagt, da hast du die deutsche Nation hinter dir. Ich kann keine Pädophilie akzeptieren, in keiner Variante. Nee, gar nicht. Gar nicht akzeptieren. Ich danke dir für deine engagierte Meinungsäußerung, auch zu dem ersten Thema, und wünsche dir deiner kleinen Familie alles Gute und auch für die Selbstständigkeit. Ja, danke, dass ich durchgekommen bin. Super, dass ich mal mit dir gesprochen habe. Sehr gerne, Ismet. Alles Liebe. Tschüss. Alles Gute. Ciao. Tschüss. So, unser Thema, das kann ich nicht akzeptieren. Und dazu hat auch angerufen Coco. Und Coco ist 49. Guten Morgen, Coco. Hallo, Domian. Hallo, Coco. So, jetzt bin ich gespannt, was du nicht akzeptieren kannst. Das hat sich bei mir erst vor so 2-3 Wochen, gab es mal eine große Diskussion bei uns, Freundes- und Bekanntenkreis. Es ging um eine Bekannte,
die damals nicht anwesend war, die mit 57 durch eine Hormonbehandlung nochmal schwanger geworden ist. Und es geht letztendlich, sage ich mal, um späte Mütter und Väter. Und ich kann zwar nicht sagen, warum ich damit ein Problem habe, aber ich finde es total daneben und sehr egoistisch von Menschen, sage ich mal, jenseits der 50, die dann erst sozusagen daran denken, dass sie ein Kind bekommen und es dann, ja, das Kind sozusagen letztendlich dann darunter zu leiden hat. Diese 57-jährige Bekannte, ist die dann auch schwanger geworden? Ja. Und hat das geklappt? Die ist noch in der Schwangerschaft. Die ist also noch in der Schwangerschaft. Ja. Weißt du denn die näheren Beweggründe, warum die das nun in diesem, also fürs Schwangerwerden in hohem Alter noch angefangen hat? Nee, so gut kenne ich die nicht. Wie gesagt, die war selber nicht dabei. Und es startete sehr allgemein, also erstmal speziell zu dem Thema und dann kam halt allgemein zu dieser Diskussion, gab es eben viele für und wieder. Das Paar ist schon relativ lang zusammen. Beruflich hat sie Karriere gemacht. Aber ich kann da nur mutmaßen. Jetzt erklär's mir noch ein bisschen eingehender. Was ist so schlimm daran, wenn jemand mit 57 sagt, okay, bisher hat es irgendwie alles nicht geklappt oder ich hatte vielleicht auch nicht den richtigen Partner. Jetzt habe ich einen tollen Mann und ich habe nochmal die Lust, Mutter zu werden oder ich habe die Lust, Mutter zu werden. Was ist daran schlimm? Ich finde, dass man in dem Alter dann auf Dauer dem Kind nicht mehr gerecht werden kann. Ein Kind braucht einen Haufen Energie, Zeit und ich sag mal, in dem Fall ist es einfach auch absehbar, rein vom Alter her, dass man sozusagen das Kind nicht wirklich länger aufwachsen sieht, sage ich mal, sondern ja, auch die Altersdifferenz ist, dass man zum Beispiel, wenn das Kind dann bei der Frau 20 ist, dann ist sie 77. Und ich sehe, ja, wir sind deswegen so genau darauf gekommen, meine Schwester hat selber auch 3 Kinder, meine Mutter passt auf die Kinder auf, die ist parallel jetzt eben einfach aus 77, topfit, gibt noch Volkshochschulkurse und so weiter. Und sie die strengen die Kinder eigentlich ziemlich an, die sind zweimal die Woche da und sie hat es total gern, aber sie sagt eben einfach auch, also das könnte sie jetzt einfach nicht mehr schaffen und das, obwohl sie keine Krankheiten hat und ansonsten auch sehr fit ist. Und ich finde, das ist so dieses nicht weiterdenken und ja auch alles dann irgendwie im Leben so einem passend machen. So, und ist es auch ein Ausdruck unserer extrem egomanischen Welt, dass man nun dann, wenn man mit 57 nochmal so ein Gelüste bekommt, dass man das nun auch noch ausleben will? Ja, also dass man nicht weiterdenkt, ich sage nur, man versucht alles mit der Zeit passend zu machen, sage ich mal. Es gibt jetzt immer mehr Möglichkeiten, also nutze ich die auch bis zum Äußersten aus. Ich meine, vor kurzem war ja erst auch die Diskussion bezüglich Social Freezing. Das hilft ja dann auch noch weiter, sage ich mal, dass Frauen dann auch erst später Kinder bekommen können. Ja, ich habe einfach grundsätzlich damit ein Problem. Und wie siehst du das denn, wenn ein Typ noch Vater wird mit 60? Entspannter, aber also sage ich mal, 50 bis 60 wäre für mich auch eine Grenze, weil auch da diese, sage ich mal, körperliche Aktivität, Fitness allmählich nachlässt. Es kommen ja auch noch andere Aspekte dazu, sage ich mal, einfach von der Biologie her. Das ist ja nicht nur so, dass Frauen in die Wechseljahre kommen. Die gibt es ja bekannterweise auch bei Männern, wenn sie sich auch nicht so drastisch auswirken und dass zum Beispiel einfach auch die Qualität des Spermas nachlässt und es sich dann auch praktisch auf das Kind auswirken kann, so wie man bei einer Frau sagt, sie hat eine Risikoschwangerschaft, wenn sie ab einem gewissen Alter Kinder bekommt, kann man das einfach so dann einfach auch nicht nachweisen bei den Männern. Insofern finde ich es auch nicht gut. Und das Argument, das du gerade gebracht hast bei der Frau, trifft beim Mann ja genauso zu. Wenn das Kind dann 20 ist, ist der Mann fast genauso 80 schon. Ja. Ne? Ich bin da ganz auf deiner Seite, Coco. Ich kann das auch nicht verstehen. Also da hört bei mir auch das Verständnis auf. Zumal man ja auch hohe gesundheitliche Risiken eingeht. Diese gesundheitlichen Risiken werden dann auch wieder unter Umständen von der Gemeinschaft getragen, wenn die Frau vielleicht krank wird oder wenn irgendwas schief läuft oder wenn es im. Ich habe nochmal nachgelesen, da, nach dieser Diskussion, die älteste Frau war ja eine Spanierin mit 67, lange Zeit in Europa, die Zwillinge damals bekommen hat durch so eine Behandlung, wo man einmal sagen muss, die hat damals die Ärzte in den USA angelogen, hat sich also um 12 Jahre jünger gemacht, weil 55 Jahre ist in den USA wohl die Grenze, bis man mal sozusagen noch eine Schwangerschaft einleiten kann. Und die ist dann 2,5 Jahre nach der Geburt ihrer Kinder gestorben. Und ja, siehst du, da haben wir es doch. Und mutmaßlich ist dann auch noch deswegen die Hormonbehandlung
die sie bekommen hat, damit sie überhaupt noch mal schwanger hat werden können, haben vermutlich diesen Krebs ausgelöst. Also letztendlich ist es eine wahnsinnige Ego-Nummer, die vielleicht dann hinterher die Kinder ausbaden müssen, die alleine sind, weil die Mutter oder der Vater schon tot sind. Ja. Oder die Mutter ist schwer krank oder das Kind ist unter Umständen auch krank. Man weiß es ja nicht. Ja. Ja, also geben wir uns die Hand, bin ich genau auch deiner Auffassung. Okay, es hat mich schon sehr interessiert, wie du dazu stehst. Ja. Also wie gesagt, wir haben das sehr, sehr kontrovers damals diskutiert. Ja, was waren denn die Argumente der anderen, die dafür gesprochen haben? Schon diese Selbstbestimmung, dass man eben, wenn man die Möglichkeiten hat und auch Frauen, ich meine, das sehe ich natürlich auch so, wenn eine Frau studiert hat und dann erstmal Karriere machen möchte, dass sie sozusagen natürlich dann auch erstmal älter werden muss, weil wenn man sozusagen gleich nach dem Studium dann schwanger wird, irgendwie danach wieder einzusteigen, da hat man dann wieder auch ganz okay, aber das, dann könnte sie mit 40 schwanger werden. Das war dann mein Argument, genau, da sind wir uns einig. Ja, ich finde, die Diskussion muss man hier differenziert angehen, weil es geht eben nicht nur um eine Person, nämlich um die Person, die schwanger wird, sondern da kommt ein neues Leben, ein neuer Mensch mit ins Spiel und dem tut man das ja auch mit an. Und vor allem das neue Leben kann sich nicht wehren. Und das neue Leben kann nicht vorher gefragt werden, willst du jetzt noch unter den Umständen auf die Welt kommen? Ja. Das geht nicht. Okay, vielleicht gibt es dazu auch noch andere Meinungsäußerungen. Ja, finde ich spannend. Ja, finde ich auch in der Tat spannend. Haben wir hier auch noch gar nicht so drüber diskutiert. Das ist ja natürlich auch super spannend, mal mit einer Frau zu sprechen, die das in der Tat gemacht hat und warum sie es gemacht hat. Also wenn uns jemand zuschaut, ihr seid herzlich eingeladen, euch hier zu melden. Coco, vielen Dank für deinen Anruf und deine Äußerung. War schön, mit dir geredet zu haben. Dankeschön, gebe ich gern zurück. Tschüss. Ja, ciao. 0800 220 50 50, das kann ich nicht akzeptieren. Timo, 24, was ist es denn bei dir? Timo ist weggebrochen, aber hier sind gerade noch ein paar Leitungen weggebrochen. Das kann ich auch nicht akzeptieren, dass das hier alles so ist, wie es ist. Aber wir haben Thomas. Thomas ist 57. Guten Morgen, Thomas. Ja, hallo. Hallo Thomas, ich hoffe, deine Leitung bleibt bestehen. Ich rufe eigentlich an, weil ich eine Entwicklung in meiner Stadt nicht mehr akzeptieren kann. Ich wohne also in einer sehr großen liberalen Stadt. Darf man die nennen? Seit 30 Jahren lebe ich offen schwul, habe auch einen festen Freund. Ja. Das läuft alles wunderbar. Ja. Alle Leute in meinem Umfeld, im Arbeitsleben, in der Familie, alle wissen das. Und das ist einfach wunderbar und ich bin sehr, sehr zufrieden. Stelle aber eigentlich fest, dass durch Einwanderungen, besonders im muslimischen Bereich, so Araber, da bekomme ich manchmal Angst. Man merkt einfach diese Abneigung, diese Missachtung. Wenn man am Geschäft bin ich angeblökt worden und so weiter. Mhm. Da habe ich gedacht, wo bin ich eigentlich hier? Und das hat eigentlich so zugenommen. Das finde ich eigentlich so schade, dass wir unsere Werte hier in Deutschland, dass die verloren gehen. Also, durch das heißt, intolerante Einwanderung. Ja, also du kannst die intoleranten Einwanderer nicht akzeptieren. So könnte man es ausdrücken. Richtig. Es geht mir gar nicht darum, dass ich fremdenfeindlich bin. Überhaupt nicht. Nee, habe ich schon verstanden. Schon kapiert. Ja. Über welche Stadt reden wir? Ich rede von Köln. Ach, von Köln. Na gut. Ja, genau. Da kann ich ja mitreden. Ja, genau. Ich sitze ja mitten in Köln. Das ist ja eigentlich eine Stadt, die sehr liberal ist, sehr schwulenfreundlich. Ja. Und ich fühle mich auch wohl. Ich bin geborener Kölner. Mhm. Aber ich merke einfach, so, dann sag doch mal ein paar Beispiele, dass etwas verloren geht. Ja, dann sag doch mal ein paar Beispiele, wo du merkst, dass vielleicht hauptsächlich wahrscheinlich von Männern oder jungen Männern mit islamischem Hintergrund du nicht akzeptiert wirst. Gibt es Beispiele? Ja, es gibt Beispiele. Hier zum Beispiel beim Aldi, meine Verkäuferin, die kennt mich. Da bin ich mit meinem Freund, da kaufe ich manchmal samstags ein. Und weißt du, dann sieht man in der Kasse irgendetwas, ne? Und dann sieht man plötzlich, dann merkt man, dass man vorher oder hinter an der Kasse, sagen wir mal, Muslime hat ja auch einkaufen. Mhm. Dann merkt man einfach, wie sie einen angucken, wie sie einen beschimpfen. Ja, beschimpfen, ich weiß auch gar nicht, was sie zu mir sagen. Ich habe das doch noch nicht verstanden. Mhm. Ich denke, warum machen die das? Mhm. Ich finde irgendwie, das habe ich bisher nie erlebt und das hat in den letzten Jahren so zugenommen. Und das finde ich eigentlich schon schade. Wir geben hier wichtige Werte, die wir in Deutschland haben, einfach so auf. Mhm. Mir geht es nicht darum, es gibt so viele Leute, die zu uns gezogen sind, die so liberal sind, die so sich toll integriert sind. Aber ich habe also hauptsächlich ein Problem mit den so streng gläubigen Moslems. Also,
da bin ich auch ganz auf deiner Seite, Thomas. Und ich finde, ich akzeptiere das auch nicht. Und ich finde, dass die muslimischen Freunde, vor allen Dingen die strengen Gläubigen, haben sich unserer Wertordnung, die wir bitter erkämpft haben, unterzuordnen. Ich finde auch, dass das ein großes Thema ist, dass wir in muslimischen Kreisen, gerade was das Thema Homosexualität anbelangt, da muss noch um sehr viel Toleranz geworben werden. Und diese Intoleranz bin auch ich nicht bereit zu akzeptieren. Ich habe das persönlich noch nicht so sehr erlebt wie du, aber in Ansätzen auch schon. Und weiß auch, was da für heftige Urteile und Vorurteile herrschen. Das hat überhaupt nichts mit Fremdenfeindlichkeit zu tun. Nein, überhaupt das ist es nämlich nicht. Ich bin mit Sicherheit nicht. Ich habe also farbige Freunde und auch so gerade, also jetzt, wie sagt man jetzt farbige, die sind einfach viel toleranter irgendwie. Mhm. Das sind Leute, das sind, ich sag mal, vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Religion, ich weiß es nicht genau. Das sind Christen, die sind so offen und ehrlicher. Mhm. Also und ich habe da Riesenprobleme und dadurch, dass sie so viel Zuzug bekommen haben, merke ich, dass etwas verloren geht in unserer Stadt. Ja. Hast du regelrecht Angst manchmal? Angst, ja, Angst nicht, aber ich zeige nicht mehr auf der Straße wie früher, dass ich mit meinem Freund eine schwule Beziehung habe. Ja, so. Wir gehen dann ganz normal, irgendwie werden uns nicht berühren oder uns anfassen, das machen wir auch nicht, in der Straßenbahn nicht mehr. Das geht einfach nicht so, mehr. Und das finde ich eine ganz bedenkliche Entwicklung, wenn das so ist. So darf es nicht kommen. Gerade wir hier in unserem großen liberalen Köln, wir waren neben Berlin immer die Vorreiter in Sachen Liberalität. Was Homosexualität anbelangt. Sag mal, es ist schlechter geworden. Ich will nicht sagen, dass es jetzt bedrohlich ist. Mhm. Ist es nicht. Aber es ist in den letzten Jahren, hat es sich verschlechtert. Es ist, ja, man kann nicht mehr so frei ist. Und was mich eigentlich auch stört, ich bin gläubiger Katholik. Es wird so viel geschimpft, immer über die katholische Kirche, dass sie so schwulenfeindlich wäre oder so weiter. Das ist sicherlich, die katholische Kirche ist da sicherlich etwas lebt da vielleicht noch in den 50er Jahren gedanklich von der Auffassung her. Aber man wird nicht befallen, man wird nicht diskriminiert oder man wird nicht angegriffen, wenn man damit mit Leuten was spricht. Dann ist auch, bei der Basis der Katholiken eine große Akzeptanz da. Mittlerweile ja. Ich habe auch schon einige Male die Kollegen vom CSD darauf angesprochen und habe angeregt, dass man auf dem CSD dieses auch mal zum Thema machen sollte, dass man einfach mehr Toleranz bei Muslimen einklagt. Ja. Denn dieses Thema müssen wir besetzen. Das darf nicht von irgendwelchen Rechten besetzt werden. Wir müssen das machen. Dann wäre mit Sicherheit der falsche Weg. Genau. Du lebst in Köln, wir haben hier sehr viele muslimische Freunde und Nachbarn und Mitbürger. Wir haben auch eine große Moschee hier in Köln, eine neue. Die in Ehrenfeld. In Ehrenfeld, sehr umstritten. Wie findest du die? Vom Bauwerk ist das sicherlich eine Bereicherung, wobei sie ja nie fertig wird. Ja. Da gibt es ja das sind sicherlich Konflikte, die man jetzt nicht da ansprechen kann. Nein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein komisches Gefühl, wenn dann am Freitag ich weiß nicht, es ist irgendwie etwas, es ist anders. Also ich habe das Gefühl, ich fühle mich zwar, ich bin noch nicht, sagen wir mal, groß verprügelt worden oder so, ne? Aber die Leute, die gucken, wenn die das mitkriegen, ne? diese negative. Okay, das haben wir jetzt gerade schon so gehört. Auf jeden Fall findest du die Moschee schön und findest gut, dass die Moschee da ist? Also sagen wir mal so, die Moschee ist sicherlich ein bisschen zu groß geraten, aber mich stört das nicht. Also es ist ein interessantes Bauwerk. Der Geist, der da drin ist, den kann ich nicht ganz akzeptieren, aber das Gebäude ist okay. Ja. Und ich finde es auch gut, dass wir haben mittlerweile viele, viele muslimische Menschen hier und dass diese Mitbürger auch einen adäquaten Ort zum Beten haben. Das finde ich sehr richtig und sehr gut. Aber wir wollen auch Toleranz. Ne? Wir wollen alles. Und dann finde ich, sollten, ich weiß jetzt nicht wer, auch die Politiker vielleicht mehr
sagen wir mal, diese Dinge auch mal ansprechen. Das muss benannt werden. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Politik da eine falsche Rücksichtnahme nimmt. Das muss benannt werden. Das muss von den Linken, von den links ausgerichteten Politikern, von den Grünen, muss das benannt werden. So, aber da sind wir uns, einig. Okay. Und auch eine klare Meinungsäußerung. Vielen Dank, dass du das gemacht hast, Thomas. Okay. Vielen Dank für deinen Anruf. Klar. Tschüss, danke, alles Gute. Auch. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben die große Toleranzwoche in der ARD und wir machen das heute auch ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, und wir haben das Thema etwas rumgedreht und reden über Intoleranz. Und ich möchte gerne von euch wissen, was ihr nicht toleriert, was ihr nicht akzeptiert, wo einfach eure Toleranz aufhört. Bin weiter gespannt auf die Anrufe, wir hatten schon ein paar interessante. 0800 220 5050, hier darf man das auch sagen. Hier muss man nicht sagen, wir nehmen alles hin, sondern hier hat man auch die Möglichkeit, eine pointierte Meinung zu äußern. Hier ist Dennis. Dennis ist 25. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Dennis. Schön, dass du da bist. Danke. Kannst du mich hören? Deine Kollegen meinten nämlich, ich bin schwer zu verstehen. Nein, du bist wunderbar zu verstehen. Alles sehr gut. So, jetzt bin ich gespannt, was du nicht akzeptierst. Ich kann religiöse Menschen nicht akzeptieren. Oh, das ist ein großes, generell religiöse Menschen? Generell, ich kann Religionen nicht akzeptieren. Und vor allem religiöse Menschen, die versuchen, ihren Glauben auf andere Menschen zu übertragen. Also nicht unbedingt durch Missionierung, sondern durch Gesetze zum Beispiel. Durch Gesetze? Wie meinst du das? Ja, zum Beispiel, es gab vor einiger Zeit, den Vorfall mit der Beschneidung, dass Beschneidung praktisch Körperverletzung war. Mhm. Und da gab es ja dann einen großen Aufschrei von vielen Religionsgemeinschaften. Mhm. Das wäre ja absolut gegen die freie Religionsausübung und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, das ist ein unnötiger medizinischer Eingriff, den man einem Säugling nicht unbedingt durchführen muss. Ja. Jetzt geh mal bitte irgendwie ans Fenster, weil gerade wird die Leitung schlecht. Ich versuch's. Ja. Besser? Jetzt gerade ja. Ich gebe mir Mühe. Ja. Und ich bin halt eben davon überzeugt, dass Religionen, wenn die im Privaten gemacht werden, vielleicht sogar ganz nett sind, aber die das Leben von anderen Menschen zu sehr beeinflussen, die damit halt eben nichts zu tun haben. Okay. Und auch nichts zu tun haben wollen. Das ist eine klare Meinung. Also, säkularer Staat, ganz eindeutig, deiner Auffassung nach. Ja. Klare Grenze, Trennung zwischen Staat und Religion. Da tun wir uns in Deutschland ja auch schwer, obwohl offiziell ist es so. Aber die christlichen Gemeinschaften, die Kirchen haben ja großen Einfluss, auch auf die Gesetzgebungen. Ja, das fängt ja schon ganz entscheidend damit an. Zum Beispiel viele von meinen Bekannten sind in der Pflege, in Pflegeheimen halt eben aktiv. Und einer von meinen Freunden arbeitet auch in einem kirchlich geführten Heim. Mhm. Und wenn sich da jetzt eine Kollegin von ihm scheiden lassen würde oder wenn er sich von seiner Frau scheiden lassen würde, dann müsste er halt eben damit rechnen, dass er vielleicht seinen Job verliert. Genau, und wenn das von einem staatlichen Träger oder von einem privaten Träger geführten Heim gemacht wird, dann würde das Arbeitsgericht da sofort einschreiten, aber bei einer kirchlichen Organisation wird das sofort geduldet. Mhm. Dann ist das okay, weil der Arbeitgeber glaubt ja daran, dass das verboten ist, also warum nicht? Das Absurde ist nur, wenn wir über die großen kirchlichen Träger Caritas und Diakonie sprechen, dass diese Träger zu 98% eben vom Staat finanziert werden. Das finde ich ja das Verrückte. Das ist das Absurde. Ich finde, der bezahlt, der bestimmt auch die Musik. Das ist genau das. Mit Privatschulen ist es nämlich genau das Gleiche. Wenn man nämlich ein katholischer oder egal welche Religion, eine Privatschule aufmacht, dann wird die zu 98% vom Staat bezahlt und 2% vom Träger. Und dann kann man sich plötzlich den Lehrplan etwas freier gestalten, wie viel Wert man dann auf Religion legt oder was genau man dann in welchem Unterricht dran nimmt. Und das ist meiner Erachtens nach einfach nicht richtig. Ich finde, Religion sollte absolut was Privates sein. Ja. Wenn überhaupt. Deine Leitung ist ja in der Tat immer wieder wackelig. Wenn du eine kleine Pause machst, dann wird es wieder besser. Daher nutze ich jetzt die Pause zu einer Frage. Also da bin ich auch komplett auf deiner Seite. Komplett. Da finde ich, müssen wir auch in Deutschland noch viel machen. Damit es wirklich eine klare Grenze gibt zwischen, oder eine klare Trennung gibt zwischen staatlichen Dingen und religiösen und somit privaten Dingen. Aber du hast am Anfang etwas, finde ich, etwas Provokantes gesagt. Du hast gesagt, dass dir alle gläubigen Menschen irgendwie auf die Nerven gehen. So in etwa. Ja. Auch wenn sie es ganz privat für sich gestalten und leben.
Also ich sehe keinen Sinn in der Religion. Ich glaube, das ist einfach, das ist überholt. Das brauchen wir heutzutage nicht mehr. Okay, das wäre aber jetzt eine Frage der Toleranz, dass du sagst, okay, ich glaube nicht daran, aber du könntest ja sagen, ich respektiere aber, wenn ein anderer Mensch das für sich und sein Leben und seine Spiritualität eben braucht. Ja, aber ich glaube, dass das Problem ist, dass ich zum Beispiel sehe, dass, ich nehme jetzt mal das christliche Beispiel, weil das halt eben bei uns das häufigste ist. Mhm. Wenn man das jetzt einfach so sagt, ich bin Christ, dann sind viele Leute, die heutzutage Christ sind, dann suchen die sich das einfach gerne aus, woran die glauben wollen. Zum Beispiel glaube ich nicht, dass viele von den Christen, die heutzutage halt eben sich als Christ bezeichnen würden, immer noch genauso leben, wie es in den Risikos steht. Das mag ja sein, aber wenn die Person sagt, für mich ist es wichtig, diesen Anker des Glaubens für mein Leben und für den Sinn meines Lebens zu haben, was ist dagegen einzuwenden? Ja, ich glaube nicht, dass das Universum oder allgemein, dass das Leben allgemein einen Sinn haben muss. Man kann sich den Sinn doch selber wählen, man kann ihn doch selber suchen, seinem Leben selber einen Sinn geben. Man muss sich den doch nicht vordiktieren lassen von irgendjemandem. Aber merkst du gerade, dass du auch von Glauben sprichst? Du sagst immer, ich glaube nicht. So wie die anderen glauben, glaubst du auch. Ja, aber ich glaube nicht an eine höhere Macht. Also ich glaube nicht, dass mein Leben vorbestimmt ist. Nein, aber du glaubst daran, dass es diese höhere... Nein, das ist völlig klar. Aber du glaubst, dass es diese höhere Macht nicht gibt, so wie der Christ oder der Muslim glaubt, dass es die höhere Macht gibt. Also seid ihr beide Parteien sind in einer gewissen Form gläubig. Wenn ich das nochmal etwas provokant ausdrücken darf, wenn das okay ist, ja, absolut, dann sage ich das jetzt mal so. Ja. Es liegt nicht an mir zu beweisen, dass es keinen Gott gibt, sondern an dem Gläubigen zu beweisen, dass es einen Gott gibt. Ich sag nur Glaube, weil ich es halt eben nicht beweisen kann. Aber genauso wenig zum Beispiel, ich sage einfach, es gibt ja auch keine Zahnfee oder es gibt auch kein Bigfoot, weil es halt eben nicht bewiesen ist. Ich sage nur Glaube, weil ich es nicht beweisen kann. Aber für mich ist die Existenz von Gott, genauso gegeben wie die Existenz von der Zahnfee oder vom Weihnachtsmann. Es wird ja ein tiefgläubiger Mensch sagen, der nicht missionieren will, der sagt, ich will es dir gar nicht beweisen. Es ist für mich ein tiefes, irrationales Empfinden, was man sowieso nie beweisen könnte. Und für mich ist es wichtig, eine Erdung in der Existenz zu finden durch diesen Glauben. Kann man das nicht hinnehmen, auch wenn man es nicht glaubt? Ja, aber man kann die Erdung doch auch durch andere Sachen finden. Ja, kann man. Aber vielleicht ist es für einen Gläubigen, ist ja jetzt egal, ob es ein Christ oder was auch immer ist, wenn die Person sagt, nein, das ist mein Weg, muss man darüber urteilen? Vielleicht muss man nicht unbedingt darüber urteilen. Ich verurteile ja keinen, der daran glaubt. Ich kann es einfach nur nicht nachvollziehen. Das ist gebongt. Das billige ich dir auf jeden Fall auch zu. Aber wäre es nicht schön, wenn wir einfach alle sagen würden, es gibt ja diesen tollen Spruch von unserem Friedrich dem Großen, dass jeder nach seiner Fasson glücklich wird. Da ist ja was dran. Wenn jemand sagt, ich brauche eine gewisse Spiritualität und finde die in dem und dem Glauben. Ich will dich gar nicht damit belatschen und dich nicht überzeugen. Ich will es nur einfach so für mich so haben. Und dann kommst du und sagst, nee, für mich ist das überhaupt gar nichts. Kann man das nicht alles einfach so nebeneinander stehen lassen und leben lassen? Das kommt darauf an, inwieweit der Glaube halt eben das Leben wirklich beeinflusst. Weil ich sage, wie gesagt, wenn man sich die schönsten Seiten von seinem Glauben raussucht, zum Beispiel aus der Bibel oder aus dem Koran, dann ist das vielleicht machbar. Mhm. Aber wenn man wirklich jetzt an so etwas glaubt und halt eben die ganzen Sachen hart durchzieht, dann ist ja de facto eine Koexistenz zum Beispiel mit Homosexuellen einfach nicht möglich. Und wenn man dann sagt, ja gut, aber an die Sachen glaube ich nicht, dann kann man den ganzen Rest doch auch rausschmeißen. Weißt du, Dennis, ich hab gerade zwei große Assoziationen, nämlich einen sehr tiefgläubigen christlichen Menschen in meinem Umfeld, tiefgläubig, und einen ganz tiefgläubigen Moslem, die ich beide hoch respektiere. Die sind so tiefgläubig, dass die niemals zum Beispiel beim Thema Homosexualität sagen würden, nee, das ist nicht Gottes, sondern die würden sagen, das ist die Liebe. Ja gut, aber ich glaube, wenn man das so macht, dann kann man sich ja jeden Glauben irgendwie zurechtbiegen.
Und wozu braucht man dann noch so Sachen wie die Bibel? Dann soll man doch einfach so, wie Kant es gesagt hat, tu nur das, also frei nach Kant, tu nur das, was du auch möchtest, dass andere dir. Jetzt bekomme ich den Satz nicht richtig zusammen. Ja, du meinst den kategorischen Imperativ. Ja, den kategorischen Imperativ, okay, genau. Und der reicht doch dann für die friedliche Koexistenz. Ja, das ist doch auch Liebe. Aber der regelt ja nur das Zusammenleben auf der Erde und in der Gesellschaft. Es gibt ja für viele Menschen eben noch mehr als das Zusammenleben in der Gesellschaft, nämlich den spirituellen Überbau. Ja, aber worüber wir es diskutieren, ich merke gerade, das ist gar nicht so ganz unser Thema. Aber es ist interessant, mit dir zu sprechen, Dennis. Gut, ich wollte halt eben nur gesagt haben, dass ich halt eben für sowas kein Verständnis habe. Ja, und du hast es nicht so viel Sendezeit klauen. Nee, das ist völlig okay. Und du hast es ja auch jetzt sehr ausführlich begründet. Und das ist ja ein Standpunkt, den man auch absolut so haben kann. Und wir haben ja sachlich darüber diskutiert und es ist alles in Ordnung. Vielen, vielen Dank, Dennis, dass du angerufen hast. Mich. Und alles Gute wünsche ich dir. Danke, ebenso. Dankeschön, tschüss, ciao. Tschüss. 1.45 Uhr. Mensch, die Zeit vergeht aber. Wir müssen auch mal eine Sendung über philosophische Grundfragen machen. Irgendwie ist das ja durchaus interessant, auch wenn wir hier miteinander über so Sachen reden und nicht nur immer über so ganz menschliche, allzu menschliche Geschichten. Hier ist Robert. Robert ist 33. Guten Morgen, Robert. Hallo, Robert. Hallo, guten Morgen. Ich spreche jetzt gerade mit dir? Ja, du sprichst absolut mit mir. Das ist ja, Mensch, ja, wunderbar. Das ist ja absolut alles, dass ich mal durchgekommen bin. Robert, schön, dass du da bist. Jo, so, bei mir ist es ganz kompliziert. Bei mir ist es ganz kompliziert. Na, aber die Frage ist klar, was kannst du nicht akzeptieren? Ja, ich kann die Meinung oder das Verhalten meiner Mutter nicht akzeptieren. Nämlich, was sagt die Mutter? Das Verhalten meiner Mutter vor ca. 16, 17 Jahren kann ich nicht akzeptieren. Ich habe Sie verstanden. Was? Seit 16, 17? Das Verhalten meiner Mutter vor ca. 16, 17 Jahren kann ich nicht akzeptieren. Was ist das denn für ein Verhalten? Ich muss dazu sagen, sie hat, wie soll ich sagen, mein Vater wurde aufgrund einer Erkrankung, die man diagnostiziert hat, in die Psychiatrie eingewiesen. Ja. Es wurde damals diagnostiziert manisch-depressiv. Das heißt? Und mehr bipolar halt. Also manisch-depressiv. Genau. Mhm. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, dass wir entschuldigen. Ja, ist schon okay. Wir wurden damals in die Situation gebracht, dass mein Vater aus unserem Hobbyraum, in unserem quasi in der Wohnung, der wurde rausgeholt mit dem Krankenwagen. Mhm. Der wurde fixiert. Mhm. Und wir haben damals Bilder gesehen, die ich bis heute nicht vergessen kann. So. Bilder? Ihr habt Bilder gesehen, die du bis heute nicht vergessen kannst von deinem Vater? Dadurch, dass wir, ich war quasi der große Bruder. Wir haben damals unsere Mutter daran begleitet in die Psychiatrie. Mhm. Und ich habe damals Bilder gesehen, Gestalten etc. Und ich habe meinen Vater gesehen, wie er innerhalb von, keine Ahnung, ein paar Monaten abgebaut hat. Also du hast Bilder gesehen in der Psychiatrie, die du nicht mehr vergessen kannst. Richtig. Hast du auch Bilder von deinem Vater gesehen? Ja. Ich habe gesehen, wie der fixiert wurde, wie der medikamentös abgestellt wurde und so, jetzt musst du mal versuchen, mir zu erklären, was am Verhalten deiner Mutter schlimm ist. Der Vater war schwer psychisch krank. Ich fasse mal zusammen, der Vater war schwer psychisch krank, er ist dann in die Psychiatrie eingeliefert worden. Was ist an dem Verhalten deiner Mutter jetzt 16, 17 Jahre schlimm? Richtig. Wir wurden, also ich wurde speziell damals im Gespräch mit reingebracht, wo das erste Gespräch mit meinem Vater war und mit seinem behandelnden Arzt, wo mein Vater quasi seine Symptome geschildert hat. Mhm. Da warst du ein junger Mann. Da warst du ein junger Mann. Richtig. Ja. Der war damals noch, keine Ahnung, wie alt war der? Anfang 40. Und er hat quasi seine Krankheit geschildert, wo es damals noch nicht wirklich klar war, was es halt war. Du vergisst meine Frage nicht, ne? Was kritisierst du an deiner Mutter? Dass sie nur an sich gedacht hat, dass sie dann später mit ihrem Mann klarkommen konnte und wie sie, oder wie quasi
die Kinder mit diesen Bildern klarkommen würden später. Das heißt, in ihrer späteren Entwicklungsphase. Das heißt, ich werfe ihr vor oder ich kann es nicht als akzeptieren, dass sie sich nicht um uns gekümmert hat. Dass sie sich nicht um euch gekümmert hat? Richtig, in dieser, genau. Also, wie lange war der Vater denn dann in der Psychiatrie? Oh, das ging über vielleicht 3 Monate. Also wir haben jedes Mal Angst gehabt, dass wir den nicht wieder irgendwie reinbekommen haben. Und, okay, war 3 Monate in der Psychiatrie. Aber du hast gerade gesagt, dass deine Mutter seit 16, 17 Jahren etwas tut, was du nicht akzeptieren kannst. Was ist das? Die verweigert quasi die Schuld, dass ich quasi, also ich werf ihr vor, also ich leide heute daran, dass sie sich damals nicht um uns gekümmert hat. Damals. Also damals heißt während dieser Zeit, als der Vater in der Psychiatrie war. Richtig. Gekümmert, was heißt, sie hat sich nicht um euch gekümmert? Sie hat sich nicht beraten lassen von dem handelnden Arzt. Das heißt, sie hätte genauso gut fragen können, inwieweit können die Kinder vielleicht von diesen Bildern, die sie da quasi gesehen haben, die Kinder von der Psychiatrie oder von dem Mann oder von unserem Vater. Ich verstehe. Das heißt, sie hat das nicht richtig erklärt und hat euch auch nicht geschützt davor. Richtig. Das heißt, im Endeffekt, wir haben uns quasi mehr um unsere Mutter gekümmert und sie hat sich nicht da beraten lassen, inwieweit wir das später von diesen Bildern, die wir da gesehen haben und von der Entwicklung von unserem Vater, ich verstehe, die wir in dieser Zeit gesehen haben. Ist das, dass du heute immer noch so sehr darunter leidest? Ja. Ich habe heute noch die Bilder im Kopf und ich habe teilweise Tränen noch und ich kann teilweise nicht einschlafen. Ich habe teilweise Schweißausbrüche, kann heute auch nicht mehr arbeiten, nicht mehr wirklich. Ich kriege Erwerbsminderungsrente. So schlimm? Ich bin völlig im Eimer. Also ich habe Panikattacken, ich habe Angststörungen. Aber das ist dann, das ist ja was ganz Umfangreiches dann, was da passiert ist. Deswegen möchte ich sehr gerne vorschlagen, Robert, dass sich da jetzt ausführlich mein Psychologe drum kümmert. Ich habe auch wirklich das Problem, dass ich hier wirklich in meiner Großstadt, wo ich hier wohne, keinen Therapieplatz bekomme, weil einfach die Plätze einfach dicht sind. Ja, ja. Ich kann nicht mehr arbeiten gehen, ich kriege die Bilder nicht mehr aus dem Kopf von der Psychiatrie. Also dran, ich weiß nicht, wie ich damit einfach umgehen kann. Umgehen soll. Ich mache den Vorschlag, wir kümmern uns jetzt richtig um dich. Das heißt aber, das machen wir im Hintergrund. Dafür bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich bei dir. Und dann passiert alles Weitere im Hintergrund. Okay, Domian, ganz kurz nochmal. Ich finde, dass du eine ganz, ganz super gute Arbeit machst und ich finde doch wirklich weiter so und euer Team ganz großes Lob. Vielen, vielen Dank. Und danke für dein Vertrauen, dass du dich hier gemeldet hast. Ja, alles klar. Alles Gute. Wir melden uns gleich. Danke. Tschüss. Tschüss. Und es geht weiter mit der Sandra. Und Sandra ist 42. Guten Morgen, Sandra. Ja, hi Jürgen. Sandra. Also, jetzt habe ich ja kaum noch Zeit. Doch, da ist noch genug. Du kannst es richtig vom Leder ziehen bis dahin. Bis zum Schluss. Also, ich finde, ich kann nicht akzeptieren, dass man 8 Stunden am Tag arbeiten muss. Oh, eine sehr provokante These. Ja. Wie viele Stunden sollte man denn arbeiten? Das bleibt jedem selber überlassen. Also ich will jetzt nicht sagen, du musst 6 Stunden nur gehen oder 3 Stunden oder wie auch immer. Ich muss noch schnell reinschmeißen. Ich habe weniger als einen Hartz-IV-Empfänger und gehe aber nicht zum Amt, habe meine paar Jobs. Was soll ich sagen? Mein Freund, der hat einen Job, einen festen, ist Abteilungsleiter und ist eigentlich, ja. Das heißt, ihr kommt durch den Freund ganz gut über die Runden finanziell? Relativ schon, ja. Was aber wenn ich sehe, wie viel Zeit ihm bleibt, dann ist das nicht viel. Ja, genau. Ich wollte gerade fragen, was bewegt dich denn zu dieser These, 8 Stunden sind zu viel? Warum sind 8 Stunden zu viel? Also, 9 Stunden werden ja gezählt, weil diese Mittagspause ja noch mitgezählt wird, also bist du 9 Stunden schon mal weg. Dann musst du ja noch hinfahren und zurückfahren. Mein Freund arbeitet eine halbe Stunde weit weg. Dann ist schon mal die Stunde auch weg, dann sind es 10 Stunden. Dann muss er ja noch aufstehen, sich fertig machen und wenn er nach Hause kommt, sich wieder fertig machen für zu Hause, für sein Ding. Dann kannst du rechnen, dann sind das halt so 11 Stunden von 24 Stunden Tag. Du meinst, das frisst zu viel Lebenszeit. Genau, dann hast du ja noch die Zeit, die du schlafen musst.
Und dann sollst du dich eigentlich noch um deine Familie kümmern und hast aber auch noch deine eigenen Hobbys. Sagen wir so, du hast natürlich völlig recht, aber so. In der Regel müssen die Leute 8 Stunden arbeiten, sonst kommen sie nicht über die Runden. Genau. Und dann reicht es noch nicht mal vom Geld her, um wirklich mal sich einen Urlaub leisten zu können. Mhm. Und ich rede nicht von den Malediven oder wie auch immer, sondern einfach mal hier bei uns in Deutschland irgendwo mal Urlaub machen für eine Woche oder wie auch immer. Mhm. Und ich sehe es halt an meinem Freund, dass wenn er nach Hause kommt, ist er eigentlich direkt auf der Couch und pennt vor dem Fernseher ein. Wenn du so eine pointierte Meinung hast, muss es doch eigentlich immer Streit zwischen dir und deinem Freund geben, Nein, oder? Gar nicht. Nein. Nee. Sag dir nicht, du hast gut reden, du bist viel zu Hause und ich schaff die Kohle ran. Nee, nicht wirklich. Ich bin ja auch unterwegs. Also so ist es nicht. Nur, dass ich jetzt meine 3 Stunden am Tag arbeiten gehe, heißt es nicht, dass ich die restliche Freizeit habe. Ich verkaufe viel für auf den Trödel und sammle viel und hin und her, dass ich halt auch mein Geld habe. Aber wie gesagt, ich finde halt 8 Stunden arbeiten am Tag in dem Sinne dann zu viel für eine Person, die dann eigentlich keine Zeit mehr für sich hat. Ja. Hauptsächlich jetzt natürlich auch die Männer oder ja Frauen eigentlich auch, weil die haben ja auch natürlich die Kinder und müssen sich darum kümmern, Haushalt und. Ist vielleicht auch ein Luxusproblem unserer so schon entwickelten und satten Gesellschaft. Ne? Überhaupt, dass wir das so sagen können, sagt ja schon, dass wir in einem großen Reichtum leben. Ja, ja. Ne, früher, wenn wir den hätten. Ja, so wenn ich so erzählen höre von meiner Mutter, so nach dem Krieg, wären die froh gewesen, wenn sie nur 8 Stunden hätten arbeiten müssen. Ja, ja, klar, natürlich. Alles immer relativ. Also damit möchte ich mich jetzt auch nicht vergleichen, um Gottes Willen. Ja, ja. Aber wie gesagt, also man sollte, entweder man hat genug Geld, wenn man so viel arbeitet. Ja. Oder halt, man hat mehr Zeit. Aber klar, dann hast du, wenn du nicht arbeiten gehst, hast du viel Zeit, hast aber wenig Geld. Also ja, die Jobs sollten eigentlich besser bezahlt werden. Wie viele Nebenjobs hast du denn? Ich habe 1, 2, 3 Stellen, also und dann noch eine ab und zu. Okay, aber da kommt auch eine ganze Menge Arbeitszeit dann zusammen. Natürlich. Ja. Das sowieso. Wie kommt es bei dir, dass du so viele kleine Stellen hast und nicht eine Hauptstelle? Wodurch kommt das? Das ist eine gute Frage. Nächste Frage, weiß ich gar nicht. Wie lange machst du das denn schon so? Das sind jetzt 1 Jahr, also seitdem meine Eltern verstorben sind. Die sind letztes Jahr verstorben. Und davor hatte ich einen festen Job. Allerdings ging der nicht über 8 Stunden am Tag. Da war ich in eine Gleitzone drin und hatte eigentlich ein bisschen mehr Geld als jetzt. Diese Stellen, die du jetzt hast, was ist das genau? Was machst du da? Putzstellen. Ach, Putzstellen. Und einmal im Kindergarten, Schule und halt Privathaushalte. Mhm. Und Du bist schon eine fleißige Frau. Du bist keine, die auf der faulen Haut liegt, sondern du bist fleißig. Nicht wirklich. Nehmen wir mal an, komm, wir spinnen mal so ein bisschen. Du hättest jetzt einen Lottogewinn. Ja. Und müsstest nicht mehr arbeiten. Ja. Wie würdest du dein Leben gestalten? Oh Gott. Das ist ja also so. ich würde Trödel und diesen Schremmel würde ich selber weitermachen. Mhm. Trotz alledem. Was würde ich machen? Ich glaube, ich kann es dir gar nicht beantworten, ich weiß es nicht. Ich würde trotzdem meinen Teil tun, ich wäre sehr kreativ. Mhm. Aber ich bräuchte mich halt nicht mehr in diesen gesellschaftlichen Zwang unterordnen, indem ich dann halt die Kohle zusammenscheffeln muss. Mhm. Dadurch, dass ich nicht vom Amt lebe, muss ich ja alles gucken, dass ich alles selber bezahle. Ja. Krieg keine Unterstützung muss halt zusehen, wie das Geld drankommt. Inwieweit, Schlussfrage an dich, ist Arbeit auch sinnstiftend für dich? Eigentlich schon. Es gibt dem Leben natürlich einen Sinn, man fühlt sich irgendwo aufgehoben, klar. Auch eine Struktur, ne?
Ja, natürlich, natürlich. Ja. Man fühlt sich ja gebraucht auch. Ist schon Sinn, klar, sicher. Aber dennoch, wäre es für die meisten Menschen schöner, wenn sie nur 6 Stunden arbeiten müssten und mehr Zeit für die Familie, für die Kinder und für ihre Hobbys. Und für sich selbst. Ja, genau, ja. Ja. Und das ist das, was ich bei meinem Freund halt sehe, dass er keine Zeit für sich hat. Das glaube ich, dann ist der richtig in Action. So, Sandra, siehst du, das Wichtigste ist gesagt worden, die Sendung ist gleich rum. Ich danke dir sehr, dass du angerufen hast. Ja, und ich danke dir. Alles Gute, tschüss. Schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. So, meine Lieben, ich bin gespannt, da kommt sicher morgen auch noch was oder übermorgen zu unserem Thema. Da seid ihr herzlich eingeladen, euch da auch noch weiter zu melden. Heute in der Technik Tim Dohntke, morgen an sich eine freie und offene Themensendung. Aber wenn ihr weiterhin noch irgendwas nicht akzeptieren könnt, könnt ihr euch gerne noch mal melden. Schöne Nacht, bis morgen 1 Uhr. Bye, bye, tschüss.